Okay, Helena, dann komm mit. Ich möchte, dass du dabei bist. Kommst du? Want me to come along? Ja. That's great. Sag ich doch, dass sie sich freut. Komm mit, Helena, wir machen das zusammen. Wir sind zusammen hierher gekommen wegen Ray und wir werden das auch zusammen beenden. Verdammt nochmal. Wir sind ein Team. Oder so. Ja, ich hoffe, der schafft das alleine in der Zeit, in der Basis. Ah, ich hoffe. Yo Leute, was geht und willkommen zurück zu Heartland, dem Story DLC von State of Decay 2. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und lasst eine Bewertung da, wenn ihr möchtet. Wir sind hier noch mit Quincy und Helena unterwegs, die zweite Folge mit den beiden. Insgesamt schon die 20. Und gerade ist die Keisha hier angekommen. Die braucht unsere Hilfe. Nur, wobei, weiß ich noch nicht. Wir schauen mal, was sie denn möchte. Keisha, was los? I need you to help me discourage some very bad people from hassling my friend. Okay. Okay. Vielleicht Ray Sanders, wird er eventuell bedroht? Weil er ist ja der Boss von der Gruppe, da wo Keisha drin ist. Naja, wir schauen mal. Wir helfen auf jeden Fall. Ray didn't want us to get involved, but I can't just stand by anymore. The Wilkersons have been taking advantage of people around here for too damn long. Oh, die Wilkersons, ja, die kennen wir schon von damals. Okay, also geht's auch nicht um Ray. Aber es geht um die Wilkersons. Und mit denen hatten wir schon Kontakt im ersten Run mit Larice, ne? Aber wie geht's diesmal aus und welche Waffe nehme ich? Ich nehme, glaube ich, wieder die hier mit. Die M4 mit Charlie, die ist einfach Bombe. Ansonsten nehme ich vielleicht noch einmal. Was nehme ich mit? Ich hab hier halt irgendwie kaum Items bisher, ne? Also ist echt wenig, was ich. Aber wir sind auch erst in der zweiten Folge mit den beiden. Da ist das nicht verwunderlich, würde ich sagen. Aber das wird noch. Das wird auf jeden Fall noch. Reise mit Keisha zum Obstplantagen. Okay. Okay. Ja gut, dann gucke ich mal hier. Und dann machen wir die Quest mit ihr. Ja, Generator ist fertig. Habe ich noch genug Benzin im Auto? Ja, ich nehme lieber nochmal einen mit. Lieber nochmal zur Sicherheit einen Benzin mitnehmen. Und ich kann auch gerade nochmal in der Base hier schon mal Ersatzteile craften. Ne, geht noch gar nicht. Das haben wir noch gar nicht. Hupsi. Entschuldigung. Aber wir können Benzin extrahieren, so ein bisschen. Ansonsten können wir irgendwas anderes bauen. Den Regenkollektor erstmal. Vorübergehend jedenfalls. Den können wir starten. Genau. Und hier brauchen wir noch Schaltkreise, okay. Na gut, dann lassen wir das erstmal so. Ich glaube, das kann so bleiben. Ja. Genau, dann auf geht's, Leute. Dann wollen wir mal starten. Ja, habe ich dabei. Okay. Gut. Komm mit, Keisha. Wir fahren los. Da hat sie recht. Auf jeden Fall. Immer nur zugucken ist nicht immer das Beste. Und warum kommen hier so viele Zombies? Aua. Warte mal, lass mich mal schön in Ruhe. Nee. Keisha, hilfst du mir mal? Die hilft mir tatsächlich. Ja, wunderbar. Immer schön, genau. Immer schön drauf. Scheiß Viecher. So. Wir gucken kurz mal hier rein, weil das so eine Nebenquest ist von Helena. Ach, hier sind auch noch welche. Ja, moin. Was geht ab, Freunde? Nein, nicht hauen. Genau. Kisha, mach hier fertig. Immer schön auf die Birne. So, schnell mitnehmen. Kisha kümmert sich um den letzten. Ah, hier ist Benzin. Sehr schön. Oh ja, yeah. Das ist schlecht. So, mal hier einen Wasserkühler nehme ich erstmal mit. Okay. Kann der wieder Quincy schneller looten oder war, kommt mir das nur so vor? Aber ich meine, es ist ziemlich schnell gerade so, wie der durchsucht. Naja, ist egal.
Oh, 556 Muni, cool. Kann ich gut gebrauchen. Haben wir gerade dabei. Und dann packe ich schon mal den Packsack hier ins Autochen. So, und genauso wie das Ethanol, den Wasserkühler und vielleicht die Seuchenbrummen kann ich dann wegschmeißen. Ja, die mal hier noch mit rein. So, Seuchenprobe brauchen wir nicht. Jedenfalls nicht so dringend. Kriegen wir noch genug von. Und dann gehen wir mal darüber zu der Obstplantage. Wer braucht denn da Hilfe? Hey Xander, you okay in there? Ach, der Xander. Okay. Sorry, I wanted to get some backup. Quincy, this is my friend Xander. Hallo Xander, wo bist du? Das ist Keisha. Wo ist der Xander? Bist du hier? Achso, er ist dahinter. Ach lol, die habe ich gar nicht gesehen. Thanks for agreeing to show those Wilkersons. They can't just push us around. Okay. Ja gut, gerne, mache ich doch. Klar, für Mobber habe ich nichts übrig. Okay, meine Batterien sind gleich leer. Nicht gut. Warum schikaniert ihr die anderen Leute so rum? Both bridges out, there's no road to take. And traveling overland means fighting through more plague zombies than I can count. Ja. Und wo bleibt er? You asked for this. Not so fast, buddy. Greift er uns jetzt wirklich? Oh ne, jetzt ist meine Batterie alle. Leute, tolles Timing. Okay, ich bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Es geht los und da vorne ist er. Was machst du hier? Hä? Okay. Oh. Okay. Gerne, Xander, aber warum bist du aufgestanden? Ich hab dich fast abgeschossen. Und der wollte echt ihn umballern, der Wilkerson, aber es ist dieser. Der junge Typ, ne? Der alte nicht. Oder die Frau. Genau, es war ja eine Frau. Aber habe ich gern geholfen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Muss er jetzt hin? Wo bist du? Ah, da. Okay. Okay. Ja, gerne. Ja. Ich bin halt mutig, ne? Wish you were more proactive about helping people. Sometimes a man's got to look out for his own first. I can respect that. Ja, cool, das hat geklappt. Kann ich mit ihm noch handeln? Hast du etwas Gescheites für mich? Wir haben momentan auch keine Punkte, also von daher, ja. Lass mir erstmal. Aber gut, dann mit Keisha wieder nach Hause fahren. Den Wilkerson haben wir erstmal vertrieben, da ist ein Crawler. Scheißvieh. Warte. Ja, schön auf die Birne. Komm schon. Treff doch die Birne. Jetzt habe ich ihn. Okay. Alter Schwede, kam der auf einmal wieder her? Eigentlich können wir den noch vorher abschießen können, bevor der zu nah dran war. Das war knapp. Aber okay, dann ab nach Hause. Den haben wir erstmal geholfen. Vielleicht können wir den noch bald aufnehmen in der Gruppe. Schauen wir einfach mal. Aber ich denke, es wird dann nochmal eskalieren mit den Wilkersons. Aber finde ich nicht schlimm. Also wenn die dann auch wirklich die anderen so schikanieren, dann haben die das doch nicht anders verdient. Und wir werden uns auf jeden Fall wehren. Wir lassen das nicht zu. Okay. Ich bin vorsichtig, ja. You were a big help today. I'll try to convince Ray to share more information with you about what's going on. I'll see you around. Okay, bis dann, Keisha. Mach's gut. Komm gut heim, ne? Tschüss, bis dann. Hä? Wo geht's hier hin? Ach so. Okay, gut. Ja, ja, okay. Was ist das hier vorne?
Achso, ich soll das hier abgeben, oder was? Ah, Momentchen. Hab ich hier noch im Auto die Sachen. Packe ich schnell mal in die Basis und dann gucken wir, was wir noch so machen. Das hier, so wie das, das, das und das. Genau. Wird das schon mal alles weg. Und wir haben das Zwischenziel von Helena erreicht. Und wir schauen mal hier hinten. Da sollen wir Schaltkreise suchen, die wir für die Aufwertung von der Werkstatt benötigen. Und dann können wir nämlich da Waffen herstellen mit Quincy. Quincy hat nämlich da eine Fähigkeit. Und das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Bin ich mal gespannt, was der dann so drauf hat an Waffenherstellung. Gucken wir mal. Ich nehme nochmal einen Packsack, einen Benzinkanister mit. Und habe ich auch noch 556 Muni in der Basis? Habe ich. Perfekto. Dann packe ich da wieder was in die Waffe. Sollte reichen, denke ich mal, für die kleine Tour. Die anderen lasse ich erstmal zu Hause. Ich bin lieber alleine unterwegs. Ist immer so gefährlich, wenn dann irgendwelche Zombies kommen und ich kann dir nicht mehr helfen oder so. Hatten wir ja schon mal. Aber gut, dann noch auftanken und dann geht's wieder los. Ich will ja gerade mal schauen. Oh, da hinten läuft Keisha noch, lol. Okay, die haben wir mal schnell eingeholt. Naja, ich will ja gerade mal schauen, dass wir hier noch die Gebäude in der Nähe entdecken. Um zu looten und so weiter. Wir kennen das zwar schon alles im Prinzip, aber ich mach's einfach nochmal. Ist ja jetzt in dem Part hier wieder nicht entdeckt worden. Schön, dann einmal hier hoch, bitte schön. Und dann alles mal überblicken. Es fehlt nicht mehr, was ist denn das da hinten eigentlich? Wasserturm der alten Schule. Warum hat eine Schule einen Wasserturm? Okay. Nothing more to see here. Das war... Hä? Nur das eine? Ist ja lächerlich. Ja, moin. Okay, dann halt nicht. Ich dachte, es gäbe hier ein bisschen mehr auf der Ecke. Hä, Leute, die ist gerade nicht mehr da, irgendwie die Quest. Die ist auf einmal weg. Aber war das vielleicht die hier? Ja, ich gehe gleich, Ray. Ja, du kannst gerne mitkommen, Helena, natürlich. This gives me a good chance to ask Santos what's really going on around here. Hey, partner, don't forget. I'm here if you need me. Uh-huh. I will definitely keep that in mind. Ich werde aber, glaube ich, wirklich erstmal allein. Wo kommen denn die auf einmal alle her hier? Was soll das denn? Hä? Was soll das hier, Schweine? Ich habe gerade im Funk zugehört, ihr Scheißviecher. Naja, auf jeden Fall. Wir könnten Helena bitten, sie mitzunehmen oder mitzukommen. Ich glaube, das mache ich dann doch, um einfach sie ja, zu respektieren oder so. Oder ihr ein Gefühl zu geben, dass wir sie brauchen. Vielleicht kommt das bei ihr besser an, als wenn wir sagen, wir machen das alleine. Dann fühlt sie sich vielleicht irgendwie übergangen oder so. Oder alleingelassen oder ignoriert. Auf jeden Fall nehme ich sie doch besser mit. Aber hier sind keine Schaltkreise, ne? Nee. Schade eigentlich. Da ist noch ein... Ja, genau, der greift mich sofort an. Du hast gerade gepennt, du Assi. Okay, das war's. Irgendeine Militärgarage, meinte der eben. Oder meinte er das hier? Nee, ne? Broken Tacker, Tracker. Was ist das für ein Auto? Ja. Okay. Okay, okay. Dann zurück zur Basis. Wir holen die... Helena ab und dann fahren wir zum Ray. Würde ich sagen. Oder wir können auch hier den Aussichtspunkt nehmen. Und dann fahren wir mal darüber. Oh, ich habe hier Schaltkreise gefunden. Sehr cool, Leute. Das ist eigentlich ganz gut, weil Schaltkreise brauchen wir auf jeden Fall für die Werkstatt. Und 4 Stück sind schon mal nicht schlecht. Dann brauchen wir nur noch einen, glaube ich. Ich meine, 5 Stück bräuchten wir. Aber ich will nochmal schnell hier oben dann die Sachen erkunden und dann holen wir die gute Helena ab. Boah, ist das hoch. Das hört ja gar nicht mehr auf hier mit der Leiter. Wenn ich hier runterfalle, oh, das wäre bitter.
Aber hier ist auch noch eine Kiste. Vielleicht mit einem Gewehr oder so. Aber Muni. Mache ich erstmal die Samen weg. Davon finden wir auch genug, würde ich sagen. So, dann einmal alles erkunden. Ich habe ja eigentlich alle Orte durchsucht jetzt oder entdeckt, aber es fehlt oben noch etwas. Also ein Symbol fehlt noch. Aber ich sehe kein Fragezeichen mehr. Finde ich komisch gerade. Es ist nirgendwo mehr was. Ich habe überall... Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist egal. Wir gehen jetzt wieder runter. Was soll es? Ich habe aber eigentlich alles erkundet. Von daher keine Ahnung, warum das noch nicht gezählt hat. Da hinten laufen ein paar Zombies durch die Gegend. Sollten sie ruhig machen. Ist mir egal. Ich fahre nach Hause. Können mich mal am Popo legen. Okay. Na dann, Quincy. Aber ich bin gespannt, was der Ray uns jetzt erzählen wird und wie es da weitergeht. Ob wir denn jetzt auch wieder gleich mit den Wilkersons in Konflikt geraten. Oder was auch immer jetzt geschehen wird. Aber ich glaube schon, dass wir die Helena mal diesmal mitnehmen. Weil sie möchte schon, glaube ich, ganz gerne dabei sein. So, da bin ich auch schon zu Hause. Hatte ich noch was im Kofferraum? Ich glaube nicht mehr, oder? Moment, nochmal. Lieber nochmal nachschauen. Nee, hatte ich nicht mehr. Aber ich packe mal die Sachen hier weg. Das Toolkit und den Benzinkanister, den behalte ich nochmal. Und ich baue noch eine neue... Ja, wahrscheinlich, Helena. Ich hole mir nochmal eine neue Nahkampfwaffe. Aber wir haben auch keine... eine bessere haben wir momentan gar nicht, außer diese Machete. Dann muss ich die wohl reparieren. Ja, dann nehmen die wieder mit. Okay, Helena, dann komm mit. Ich möchte, dass du dabei bist. Kommst du? Want me to come along? Ja. That's great. Sag ich doch, dass sie sich freut. Komm mit, Helena, wir machen das zusammen. Wir sind zusammen hierher gekommen wegen Ray und wir werden das auch zusammen beenden. Verdammt nochmal. Wir sind ein Team. Oder so. Ja, ich hoffe, der schafft das alleine in der Zeit. In der Basis? Ah, ich hoffe. Ja, mir geht's gut, Ray. Kann ich denn hier parken bei dir? Warte mal, ich muss erstmal die Schmeißfliege loswerden auf der Motorhaube, genau. Ich packe am besten hier vorne einfach. Hier ist ja das Tor zum Reinlatschen. Hey, mein Auto! Lass mein Auto in Ruhe, Fettsack! Immer diese Schwabbelzombies. Oh nein, Helena! Gern geschehen. Okay. Dann wollen wir mit ihm mal sprechen. Ray, mein Freund, hier bin ich. Lass uns reden. Da ist er ja auch schon, Ray. Was geht? But you may discover things you wish you didn't know. Are you ready to learn more? I'm ready. I found some useful stuff while I was out scavenging. All right, then here's what you need to know. Not long ago, the military came rolling into the valley with a lot of people and supplies. This wasn't like the quarantine back during the outbreak. They came in here to destroy something, something big. Instead, as best we can tell, they were wiped out. Christ, what the hell did they run into? They had an outpost near Marshall. I figure that'd be a good place to look for clues. Okay. Wir müssen also Hinweise suchen. Sprich erneut mit Ray. So, are you ready to investigate the abandoned military outpost? Ja, ich bin bereit. Excellent, my friend. Welcome to the team. But I can't let you go out there without backup. Keisha, komm mit, hä? Why I'm sending Keisha along with you. Okay. Seriously? You're letting me do this? You're ready for it. Good luck to you. Alright, Kid. Follow me. Okay, dann mit Keisha und Helena. Gut. So, sind wir also zu dritt. Ist, denke ich, nicht schlecht. Kommt mit, liebe Damen. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Und ich setze mich erstmal hinten rein. Genau. Es wäre auch cool, wenn die sich... Wenn man irgendwie die NPCs dazu bringen könnte, sich kutschieren zu lassen von denen. Das wäre cool. Würde ich feiern. Sind beide drin? Nee, einer fehlt noch.
Och, Helena. Bist du denn so blöd, die Tür zu benutzen, oder was? Soll ich dir denn helfen? Soll ich dir die Tür aufmachen? Kleines Dummchen. Hier, bitteschön. Das ist noch ein Zombie. Ey, Arschloch. Klappt es diesmal mit der... mit dem Einsteigen von euch? Ja, diesmal klappt es. Okay. Habt ihr gut gemacht. This is the place. I guess the army guys abandoned it when it got overrun. Christ. Waren wir hier schon mal? Oh, ein Bloater. Not on your life. We should clear this place out before we search. Ja, okay, erstmal säubern, das kriegen wir hin. Wo sind denn die Leute? Da kommen sie angestiefelt. Ach, da hinten. Noch ein Bloaterchen mit Blubberbernd. Okay. Die schieße ich lieber mal ab, weil die sind echt gefährlich, wenn die bei uns explodieren. Oh, hier ist eine... Ach du Scheiße, hier ist ein Seuchenherz drin. Das müssen wir erstmal säubern. Das hätten wir ja auch vorher sagen können, oder? Ein Seuchenherz ist nämlich schon relativ... Oh, relativ heftig. Oh, dafür brauche ich Ausrüstung. Aber wir sind ja zu dritt. Ich hoffe, das geht auch so. Okay. Ich könnte ja theoretisch auch dann Außenposten errichten in dem Schuppen hier vorne. Da hinten kommen noch ein paar. Die hole ich mir lieber im Nahkampf, weil so viele Patronen habe ich nicht dabei. Und warum hauen die mich immer als erstes? Nervt so. Und ich bin schon Feuer am Schlagen. Ich drücke schon im Laufen. Hier ist noch ein Packsack, Schaltkreise und ein Gewindebohrer. Ja, okay. Gewindebohrer ist nicht schlecht. So. Kann man hier überhaupt einen Außenposten errichten? Ja, kann man. Und ich habe auch sogar genug Punkte dafür. Mache jetzt einfach mal. Dann können wir nämlich hier irgendwie uns nochmal was holen, falls wir das benötigen. Zum Beispiel so eine Waffe oder die Schrotflinte. Genau. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Dann kriegen wir das vielleicht doch hin mit dem Seuchenherz. Aber ist schon nicht ungefährlich, würde ich sagen. Mit so wenig Ausrüstung. Ich hoffe, wir kriegen das hin irgendwie. Okay. Okay. Oh, hier ist ein... Alter, da war ein Screamer einfach direkt. Lol. Das wäre jetzt mies, wenn der geschrien hätte. Wo ist es denn nun? Ach hier, lol. Kisha hat es gefunden. Ich habe nur keine Ausdauer mehr. Ach, sie hat schon drauf ein. Lol. Die zwei sind aber engagiert. Ja, genau. Ihr habt doch einen Schuss. Nein, meine Waffe ist schon down. Ja, willst du mich verarschen? So schnell? So. Nehme ich halt den komischen Ding hier. Gewindebohrer. So. Ich bohre euch mal ein Gewinde in die Birne. Haut drauf ein, Mädels. Los. Ja, scheiß Seuchenherz. Und wieder weg. Boah. Ich denke, jetzt kommen wieder ein paar Zombies hier angestiefelt. Wo bleiben die? Ah, ist schon weg. Ja, lol. Das war da eigentlich voll easy, oder? Ja, aber es war doch eigentlich das... Einfacher geht's gar nicht. Normalerweise ist ein Seuchenherz deutlich schwieriger. Würde ich sagen. Kampfmesser oder Klappspaten? Nimm ich Klappspaten mit, glaube ich. Den Rest kann ich erstmal hier lassen. Ich bin voll. Gut. Das wäre getan. Das hätten wir geschafft. Lief eigentlich ziemlich gut. Und wo sollen wir jetzt gucken? Sollen wir hier genau gucken auch? Okay, ich gucke... Oder ich packe erstmal die Sachen ins Lager. Wir haben hier den Außenposten. Das ist ja... In dem Fall gerade ziemlich gut. Ja, ja. Da hinten ist noch ein Container. Vielleicht Benzin oder so. Oh, eine Waffe. Wie kommt die Waffe da rein? Eine Sturmschrotflinte, cool. Yo, das ist geil. Ja, eine Waffe. Oh, yes. Und hier haben wir einen Energy Drink. Mhm, sehr gut. Hilft uns sehr weiter. Da ist noch etwas. Bisher haben wir nichts gefunden. Was sollen wir denn hier finden, bitteschön? Ich habe absolut nichts gesehen bis dato. Ganz normaler Loot.
Und hier ist eine Notiz. Oh, okay. Also doch. Okay, das lesen wir uns gleich mal durch. So, das ist der hier. Uns fehlt noch ein Container, oder nicht? Oh ne, das war der hier. Ich habe nur eben, glaube ich... Warte mal. So, jetzt kann ich darauf zugreifen, genau. So, was haben wir hier noch drin? Schrotflinte. Perfekt, das passt. Und wir schauen uns mal die Notiz an. Ich würde die gerne lesen, aber irgendwie kann ich die nicht lesen. Weil die da über dem Bildschirm hängt. Ich kann nur ab Tag 3 lesen. Ich hoffe... Ach man, das ist doch bescheuert. Warum geht das nicht? Kannst du nicht irgendwie anders anschauen? Ich kann es nur so anschauen. Das ist doch bescheuert. Naja, dann fange ich halt bei Tag 3 an. Haben Kontakt mit lokalen Überlebenden bei unleserlich gewalttätig Widerstand geleistet. Patrouillen wurde befohlen, Individuen, die sich als Wilkerson-Familie identifizieren, aus dem Weg zu gehen. Hä? Das Militär geht denen aus dem Weg? Tag 4. Meine erste Patrouille in der Stadt. Verdammt, Nuyen hat nicht gelogen. Wir werden mehr Geschütze brauchen. Tag 5. Ich hasse diese scheiß Seuchen-Zombies. Tag 6. In diesem Valley gibt es Scheiß, den ich noch nie gesehen habe. Warum ist Doc nicht überrascht? Und Tag 7. Nuyen ist tot. Kukas und Russell auch. Und Doc tut immer noch so, oder tut noch immer so, als wäre nichts gewesen. Scheiße, verdammt. Der Kapitän sagt, dass wir morgen wieder zurückgehen. Beth, es tut mir leid. Wir werden, wie wir verblieben sind. Falls wir uns nicht mehr wiedersehen, unleserlich. Tagebuch beendet. Okay, schade. Es lief also nicht so gut für das Militär. Aber warum haben die den, oder warum sind die den Wilkersons aus dem Weg gegangen? Jo, danke. Achso, da, ja, okay, warte, ich helfe euch nochmal. Da kommen wirklich ein paar. Wartet auf mich, ey. Ich bräuchte einen Gewinn in die Birne, los. Kommt her. Na los, jetzt bleibt doch endlich mal liegen, dankeschön. Boah, die zwei haben es auch drauf. Blöder Zombie, du. Den da hinten auch noch weg? Genau. Gut, dann ab zu Ray und berichten, was wir denn gefunden haben. Nur schon, dass wir nicht alles lesen konnten. Ist ein bisschen blöd. I'm glad you all made it through. Did you find anything out there? This journal you found, it confirms my worst suspicions. Keisha, was machst du da? Something very bad is going on in this valley, and I fear the worst is yet to come. Oh, damn it, Lily. How'd I let you talk me into this? Hey, before you go, can we talk? Ja, we can talk. Natürlich. Keisha, was los? Was möchtest du denn? Where's Grace? Yo, just a reminder. We're almost out of fuel here. Ja, Malik, ich weiß, wir sind gerade am Anfang. Oh, cool. Keisha möchte uns beitreten. Ja, sehr gerne. Der Ray ist aber anscheinend wirklich nett. Ich dachte eigentlich, das wäre irgend so ein Arschloch oder so. Aber der ist ja ziemlich hilfsbereit, ne? Dann kommt mit. Haben wir wieder einen mehr? Keisha. Ja. Auf jeden Fall. Bei mir gibt es auf jeden Fall genug Action, Keisha. Das kann ich dir versprechen. So, dann bringen wir die beiden mal nach Hause. Und dann würde ich sagen... War's das auch schon für heute? Tja, da sind wir zu Hause und haben wir ja so einen neuen Member. Wunderbar, sind wir schon zu viert.
Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Und wir schauen mal, was ich mir mit ihrer Fähigkeit dann bauen kann. Sie ist Bombenexpertin. Okay. Ja, unsere Gemeinschaft wächst. Das ist doch toll. Und wo ist Helena? Die hat noch einen Packsack von mir. Ah, cool, danke. Ja, gib mir mal den Packsack, Helena. Danke. So, mach du weiter Wache. Können wir gut gebrauchen. So, das haben wir weg. Brauchen auf jeden Fall bald ein bisschen mehr Nahrung und so weiter. Den Kram packe ich wieder ins Lager ein. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Wir gucken noch mal kurz auf der Basisübersicht. Wir können jetzt mit ihr etwas herstellen wahrscheinlich. Abrisslabor. Okay, was können wir damit bauen dann? Oh, Splittergranaten, Schützenminen. Krass, wie cool ist das denn? Das ist natürlich nice. Mache ich sofort mal. Und wir können jetzt hier hinten auch das in Gang setzen. Und wir können sogar Schaltkreise herstellen. Cool. Und wir können jetzt Waffen herstellen. Was sind das denn für geile Sachen hier? Betonstahlklinge. Moin. Alter, was für geile Sachen. Und hier Fernkampfwaffen. Meisterhaftes Sturmgewehr. Das sieht ja richtig krass aus. Wir können auch eine Armbrust mit Visier bauen. Ey, das finde ich ja mega gut. Und wenn wir dann noch jemanden hätten, mit dem wir dann die Fertigungsstätte bauen könnten, dann könnten wir da ordentlich herstellen. Alter, das wäre geil. Das wäre verdammt geil, Leute. Aber gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch und bis dann. Tschüss.